Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ausgangspunkt ist Kartoshu-Fall 255. Beschritten werden ohne Ärger. Ein Mönch fragte Jimyo Soen: Was ist der Weg? Obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, macht er keinen Ärger, erwiderte Jimyo. Dieses Koan, das hat mich irgendwie heute angesprochen, weil ich mich natürlich mit meiner gestrigen Situation beschäftigt habe. Also, meine Situation gestern war, ich war absolut fröhlich und gut drauf bis 3:45. Dann reichte mir ein Mensch aus dem Lebensgarten ein vierseitiges Schriftstück in meine Küche. Und dieses Schriftstück bat er mich zu lesen, weil ja in der Mitgliederversammlung am Abend darüber gesprochen und eventuell abgestimmt werden sollte, wie meine Vorstandsrolle weiter zu verstehen ist im Lebensgarten. Und ich habe dieses Schriftstück da kurz überflogen und ich konnte das irgendwie gar nicht zu Ende lesen, weil sofort ein unglaublicher Ärger in mir aufwallte. Also die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren wie ignorant. Haben die da alle ein Rad ab? Oder die behaupten hier, Brücken bauen zu wollen und dann soll ich aber zu Kreuze kriechen. Und also die denken sich, ich soll die Verantwortung für das Misstrauen übernehmen, das ihr gesät habt. Und so. Ich soll Menschen in eurem Team als Verhandler akzeptieren, die in Bezug auf den Lebensgarten Dreck am Stecken haben ohne Ende, die die Gemeinschaft geschädigt haben und so weiter und so fort. Lauter solche Gedanken gingen in mir um. Und ich war in tiefem Schmerz. Ich war im Schmerz über diesen Brief. Weil dieser Brief wieder eine Äußerung war, ein Vorschlag zur Güte: Gib zu, dass du uns ins Misstrauen gebracht hast, dass du den ganzen Schlamassel hier verursacht hast, und dann werden wir Gnade vor Recht ergehen lassen, wenn du 14.000 Euro zahlst an den Lebensgarten. Da kann man eigentlich nur noch durch die Decke gehen, ja, wenn man sowas liest. Ich war total betroffen und wie ihr seht, konnte ich am Nachmittag gar kein Dachsein geben. Ja. Ich bin wie so ein Zombie über das Gelände gefragt zu Jürgen und Katharina, und Klaus war auch noch da, ja. Und ich musste erst mal meinem Herzen da Luft machen. Und ich war sehr froh, dass ich so einen solidarischen Empfang da hatte und Menschen, die mir Verständnis entgegenbringen konnten. Und die sich dann diesen Brief ebenfalls durchgelesen haben und, naja, auch irgendwie einigermaßen geschockt waren von dem, was da drin stand.
Jürgen, Katharina und ich, wir dachten, mit unserer Stellungnahme haben wir jetzt mal mit der Sache abgeschlossen und alles klar gemacht, was wir zu dieser Sache zu sagen haben. Aber es ist überhaupt nichts davon angekommen bei den Verantwortlichen. Ja? Und dann schreibt ein selbsternanntes Team von 7 Leuten diesen Brief, ja, und möchte bis Weihnachten die strittige Angelegenheit aus der Welt bringen, mit den Mitteln, ja. Aber dann dieses Korn, ja, was ist der Weg? Obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, macht er keinen Ärger. Und führt noch weiter. Wege sind wirklich gnädig, ja. Na, da fahren wir da Schlachlöcher rein und benehmen uns wie Sau, ja. Und die leiten uns trotzdem weiter, ja. Im Chinesischen wurde also mit dem Schriftzeichen Dao, das eben Weg und Straße bezeichnet, benutzt, um den buddhistischen Begriff Dharma zu übersetzen, ja, und den der chinesischen Kultur nahezubringen. Und Dharma und Dao stehen in der Zen-Literatur praktisch als Synonyme für ein und dasselbe, ja. Also der Weg oder der Sinn, wie das ins Deutsche überlegt wird, und Dharma, also die Gesetze des Weges, das bildet im Chinesischen heute eine Einheit. Und es waren kluge Mönche, die, als sie von dem Traum des Kaisers hörten, um das Jahr 100 vor Christus, dass eine Karawane mit weißen Pferden kommen würde und Schriften mitbringen würde, in denen Heilsames steht. Diesen Traum, den haben die irgendwie aufgegriffen und sind mit einer Karawane von weißen Pferden gekommen, mit buddhistischen Schriftrollen und vor allem mit dem Sutra der 42 Verse. Das Sutra der 42 Verse ist eine Komposition, die sich in Diktion und Kürze dem Tao Te King entsprechend liest. Und da war natürlich immer der Begriff Dharma mit Dao übersetzt. Und das kam da bei dem Kaiser sehr gut an. Ja. Der Daoismus, der blühte zu der Zeit, ja. Und der Kaiser ließ sofort einen Tempel bauen, nämlich den Weißpferd-Tempel auf Japanisch Wakobachi. Und in diesem Weißpferd-Tempel waren wir auch auf unserer China-Reise. Wir hatten noch eine engagierte polnische Zen-Schülerin bei uns, die sofort den Namen Wakobachi für ein Tempelprojekt in Polen requirieren wollte und von dem Roshi den Segen dafür haben wollte. Ich meine, es ist natürlich schön, ne? Den ersten chinesischen Tempelnamen für buddhistischen Tempel gleich mal so sich unter Nagel zu reißen. Ja? Das hat ja durchaus Diskussionen ausgelöst bei uns, aber wir haben da jetzt keine Rechte geltend gemacht, dass das eigentlich hier mehr so in Steierberg der richtige Ort für so einen Tempelnamen wäre. Zumal wir auf dem Lande sind und Pferde um uns herum, ja, also keine Weißen, aber immerhin, ja. Dieser Weißpferd-Tempel, der um das Jahr 85 vor Christus eben eröffnet wurde, wurde mit diesen Schriften belebt und unter anderem wurde eben der Begriff Dao genutzt, um Dharma zu übersetzen und damit
den Weg und Dharma gleichzusetzen. Aber der Begriff Dao wurde auch zeitweilig genutzt, um den Begriff Prajna zu übersetzen. Prajna wurde auch teilweise mit Dao übersetzt. Und Prajna ist ja Weisheit. Ja? Die Gesetze des großen Lebens, Dao. Ne? Was ist der Weg? Was ist Dao? Ja? Und der Jimmyo, der sagt, obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, macht er keinen Ärger. Ja? Also da musste ich ja doch ein bisschen schlucken. Ja? Dass der Weg so großherzig ist und jede Lebensäußerung akzeptiert und aufnimmt und so geduldig ist, auf sich herumtrampeln lässt, ja. Und da kommt kein Klagen und Beklagen, sondern einfach nur offenes Akzeptieren. Das ist natürlich wirklich eine hohe Übung, ja. Und ich weiß nicht, wie es dem Mönch hier weiter ergangen ist. Man hört ja nichts von einer Antwort von ihm. Wahrscheinlich musste der auch erstmal ein bisschen kauen, ja. Ich jedenfalls habe gestern sehr viel Ärger in mir empfunden und natürlich habe ich eine gewisse Umgangsweise mit Ärger entwickelt. Vor allem ist mir sehr wichtig, dass ich nicht auf dieselbe Ebene gehe wie die Menschen, die mir diesen Ärger irgendwie mitbereitet haben oder den Stimulus für diesen Ärger geliefert haben. Ja. Mit diesem Brief, ne? Und vorherigen Aktionen schon. Für mich ist klar, dass da ansteht, erstmal seinen eigenen Schmerz zu spüren, aber auch zu forschen, welche meiner Bedürfnisse sind eigentlich im Mangel. Ja? Also wie kann ich wieder zurückkommen zu meiner Buddha-Natur? Wenn man nämlich im Ärger ist, dann ist man in gewisser Weise von seiner Buddha-Natur abgeschnitten. Ja? Das ist eigentlich so eine Art Wegschlag, um zu bemerken, hey, du ärgerst dich, und zwar gewaltig. Mach den Ärger zu einer Glocke der Achtsamkeit und kehre zu deiner Buddha-Natur zurück, kehre zu dem zurück, was dich bewegt. Ja? Mir wurde da einiges klar, also was ich an unerfüllten Bedürfnissen in der Situation erlebt habe. Ich brauchte Unterstützung und Solidarität. Ich wünschte mir Kontakt Auge in Auge mit den Verfassern. Ja. Das Interessante ist, ich werde da immer nur mit schriftlichen Nachrichten behelligt. Und diejenigen, die also irgendetwas an mir beanstanden oder beanstanden, dass wir Chokasanga zu wenig gezahlt haben für Sendonutzung oder sowas, die sind bisher nicht Auge in Auge vor mich getreten. Ja. Die haben mich nicht gefragt, sag mal, wie kommt denn das eigentlich dazu? Oder wir haben den Eindruck, da stimmt doch irgendwas nicht. Wollt ihr da nicht mal ein bisschen mehr zahlen? Oder irgend sowas. Ja. Ist nicht der Fall gewesen. Ja. Niemand von uns ist direkt angesprochen worden. Stattdessen werden in der MV Erklärungen abgegeben und Briefe rumgeschickt mit Vorwürfen. Ich möchte gerne, dass die Menschen mir das mal direkt ins Gesicht sagen, was sie da beanstanden. Ja? Aber nicht so hintenrum und nicht so als so ein Feld von Misstrauen, was so gesät wird. Reden so ohne mich, über mich, ja. Und eine ganz blöde Atmosphäre, ja, könnt ihr euch ja vorstellen. Also Auge in Auge, ne? Nachricht gegen Nachricht, so, das habe ich mir gewünscht, ja. Wieder nicht bekommen, aber ist mein Bedürfnis.
Außerdem ist mir klar geworden, ich brauche wirklich Offenheit, Wohlwollen, Vertrauen und Wahrhaftigkeit. Ja. Außerdem wünsche ich mir Wertschätzung für unser Engagement für Zen und Zendo im Lebensgarten. Da habe ich persönlich mein ganzes Herzblut reingegeben, sowohl finanziell als eben auch durch Taten. Und ich sehe, dass sich der Lebensgarten da in eine Gedeihstörung hineinmanövriert hat jetzt. Ja. Dieses Vorgehen, das wirkt irgendwie zersetzend oder auflösend, spaltend, schafft Fronten, Fraktionen. Also das bedauere ich zutiefst. Und ja, ich habe also noch eine ganze Reihe von weiteren Bedürfnissen mir klargemacht. Ja, Respekt, fairen Umgang, keine heimlichen Ermittlungen gegen mich. Ja. Verständnis, Zustimmung, Geborgenheit in der Gemeinschaft und Anteilnahme. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bei euch gestern so viel Unterstützung gefunden habe. Also, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, mich da zu beruhigen, mich einzustellen auf diese Versammlung da am Abend, zu der ich dann zwar gegangen bin, aber wo mir erklärt wurde, deine Sache wird da nicht weiter entschieden oder besprochen, ja, kannst wieder ins Session zurückgehen. Da konnte ich nicht mehr ins Session zurück. Es war schon ein bisschen zu spät. Aber ich habe mich dann noch mit Frankie ausgetauscht. Und das war einfach sehr hilfreich, so in unserem Dunstkreis mich zu bewegen und so die Anteilnahme der Sangha zu spüren. Das war für mich eine ganz, ganz große Unterstützung. Und auch eure Meditation ist wirklich bei mir angekommen. Ja. Ich habe so gemerkt, ich kann mich jetzt beruhigen. Und so, das sage ich euch. Fällt mir nicht leicht, euch das alles so zu erzählen. Weil so ein Zen-Meister, das ist ja so ein Alleskönner, ne? Angeblich. Ja, ist er aber nicht, ne? Also das Maximum, was uns möglich ist, ist, aus der Opferrolle rauszutreten und Herr der Umstände zu bleiben. Und das ist das, was ich anstrebe in dieser ganzen Situation. Ja? Nicht ins Opfer gehen, ja? Das ist tragisch, dann verliert man alles. Ja? Also Selbstbehauptung ist auch ein wichtiger Punkt da. Und so, ne? Ja, und dann haben wir ja die Silas an unserer Seite, ne? Mich nicht von Gefühlen der Wut und des Ärgers mitreißen lassen. Ja, und ich habe das dann auch noch so schön ausführlich formuliert für den Hausgebrauch. Das habe ich mir dann auch noch mal durchgelesen. Was empfiehlst du mir denn, Christoph, habe ich mir gesagt. Und dann habe ich das gelesen, ja. Mir ist bewusst, dass die äußeren Auslöser für Wut und Ärger nicht die Ursache dieser Gefühle sind, sondern meine Gedanken, für die ich Verantwortung übernehmen kann. Ja, das habe ich mir nochmal so klar gemacht. Ne? Meine Gedanken sind die Ursache meines Ärgers. Was ich jetzt denke in dieser Situation, was ich über die anderen jetzt für Urteile habe, die mich beurteilt haben, ja. Und das habe ich mir so klar gemacht, ja. Dann, ich weiß, dass Wut und Ärger für die Person, die sie empfindet, mit Schmerzen einhergehen. Das konnte ich bestätigen, ja. Ja, ja, genau so ist es. Die von unerfüllten Bedürfnissen herrühren, ja. Und welche sind das nun? Das habe ich erforscht, ja. Und ich bin entschlossen, meine eigenen Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Also vor der Aufgabe stehe ich jetzt noch. Ja. Das habe ich noch nicht gelöst. Vor allem habe ich heute Morgen schon wieder
so eine kleine neue Aufgabe gekriegt. Bisher war das ein Team von selbsternannten Leuten, die da uns angesprochen haben. Ja, die hatten überhaupt gar kein Mandat der Gemeinschaft. Aber gestern Abend, und deshalb bedauere ich, dass ich da doch nicht dabei gewesen bin, haben die sich ein Mandat geben lassen der Gemeinschaft, um mit mir und Choka Sangha weiter zu verhandeln. Ja. Aber natürlich bin ich hier dran an dem Punkt. Ja. Meine Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Und ein Bedürfnis von mir ist, eben mit meinem Zorn auch gesehen zu werden. Ja? Es gibt ja so einen heiligen Zorn, ja, der in einem aufkommt, wo Jesus da die Tische der Händler umgeschmissen hat, am Tempel und so weiter. Ne? Und dann mit der Peitsche rumgegangen ist, die da vertrieben hat. Also es gibt so etwas wie einen heiligen Zorn. Ja? Natürlich ist der nicht gedacht, um mich da auf die Ebene zu bringen, mich im Schlamm zu wälzen, sondern der ist eine Motivation für mich, mir Kraft zu geben, diesen Konflikt auf eine Weise durchzustehen, dass ich von mir selber Respekt behalte und meine Würde, ja, ist mir wichtig, oder unsere Würde hier, steht da sozusagen an. Ja, also ich erinnere mich, dass ich sogar auch mal Ärger beim Roshi erlebt habe, ja, der immer so total ausgeglichen und so weiter erschien. Und das war ganz interessant, dass es im Grunde genommen eine Kleinigkeit war, die seinen Ärger ausgelöst hatte. Wir waren nämlich im Tokayan-Tempel, Robert und ich, und Lutz Parisek, und wir haben da die Aufgabe bekommen, draußen vor unserem Tokayan-Tempel den Kies zu haken und die Kiefernadeln runter zu sammeln. Ja. Und das haben wir auch brav jeden Tag gemacht. Dann hast du so einen schönen geflochtenen Bambuskorb, ja, und dann hast du so Bambusbesen, mit denen man dann so seine Nadeln da reinfegen kann und den Dreck da von dem Kies sammeln kann und so. Und das ist eigentlich auch eine schöne meditative Arbeit. Nur für uns gab es da eine Provokation, weil nämlich immer, wenn wir gerade fertig waren und uns nochmal so umgeschaut haben, dann kamen die kleinen Teufel, das waren so 3- bis 4-Jährige oder 5-Jährige aus dem Kindergarten, der zum Tempel gehörte. Und die kamen da angelaufen mit freiem Oberkörper, Hallodri, und dann rannten die da 50 oder so über den frisch gehakten Kies, weil das eine Abkürzung war zurück zu ihrem Kindergarten, ja. Und dann sah es wieder genauso aus wie vorher, ja. Und da haben wir dann einfach mal beschlossen, wir chillen mal und warten ab, bis die kleinen Teufelchen da wieder gewesen sind. Und dann gehen wir rein und tun so, als ob wir unser Tagewerk getan hätten. Ja, und da kamen wir rein und dann kriegten wir einen fürchterlichen Anschiss vom Roshi, ja. Also der hat seinen Ärger sehen lassen, aber massiv, ja. Und das ging uns natürlich unter die Haut. Und wir kamen natürlich nicht mit der Argumentation dadurch, dass er die kleinen Teufel sowieso jeden Tag da wieder alles zugrunde richten, ja. Und da sagte der Roshi, also
die Aufgabe von euch ist nicht, einen schönen Zustand herzustellen und den abzusichern. Eure Aufgabe ist, die Energie hochzubringen, unabhängig von dem Ergebnis. Immer daran zu arbeiten, die Energie hochzubringen. Ja? Das ist Aufgabe eines Bodhisattvas. Energie hochbringen, nicht abwerten, aufwerten, wo immer er im Leben steht. Und er sagte, was soll ich denn denken zu meiner Koranarbeit mit euch? Da fange ich doch auch jeden Tag wieder von. Ja, hier, Energie hochbringen bei euch. Ja? Ja. Also, das konnten wir dann verstehen, ja. Dass es auch darum geht, einfach nicht diese deutsche Vorstellung von Ordnung schaffen, dazu zu versuchen, in Japan zu verbreiten. In Deutschland ist es ja so, habe ich jedenfalls vielfach bemerkt, außer in meinem eigenen Haus, da ist es auf jeden Fall nicht so. Mein eigenes Haus befindet sich ordnungsmäßig in der Verfassung, die vom Vesuv-Prinzip geleitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Vesuv-Prinzip kennt. Auf dem Schreibtisch äußert sich das zum Beispiel so, dass Vorgänge, die werden so im Kreis auf dem Schreibtisch verteilt. Und das ist eine subtile Ordnung, weil man so ungefähr sagen kann, aha, das war doch Ende August. Das Schreiben muss doch ungefähr hier in dieser Ecke liegen. Ja? Und dann gräbt man da in der Lava rum und siehe da, man findet das auch. Ja? Aber von außen sieht es sehr schrecklich aus, ja, dieses Vesuv-Prinzip. Und naja, ich versuche auch, dass die Lava nicht überhand nimmt. Ja, also, gibt's so. Ne? Marshall Rosenberg sagte mal, ja, sein Ordnungsverständnis wäre so, ihm würde es reichen, wenn er enge Pfade durch sein Haus nehmen könnte, vorbei an den verschiedenen Haufen darum. Das ist aber nicht German Style, ja. Also in Deutschland, da gilt mehr so das Klarsichthöhenprinzip und ansonsten also alles irgendwo verstecken, in Schubladen, Schränken und so. Es soll irgendwie leer aussehen, ja. Und geputzt und gesaugt und so. Und dieser Zustand wird ja auch immer wieder von Individuen hergestellt. Und dann kann man sehr viel Ärger auslösen, wenn man beispielsweise seine Schuhe nicht vor der Tür schon auszieht, sondern drei Schritte ins Haus macht und dann fallen da so Krümel von der Sohle. Ja. Das ist so im deutschen Zusammenhang eine der schlimmsten Attacken, die man gegen jemand anders inszenieren kann. Ja. Also so eine Rücksichtslosigkeit und so weiter, ja. Habe ich schon öfter mal ausgelöst und ich weiß, das irgendwie einzuordnen, ja, dieses Geschehen. Kurz und gut, bei mir sieht es, wie gesagt, aus, sagen wir mal, Gründen meines persönlichen Schutzes so aus, dass wenn da ein Dieb oder sowas in meine Wohnung käme, der würde denken, da waren schon welche. Und würde wieder abhauen, ja. Und das passt ja auch zu meiner Gewohnheit, das Haus seit 25 Jahren aufzulassen. Kann man. Ja, genau. Ausschneiden ist die Öffentlichkeit. Also gut, jeder hat da so sein eigenes Handling, was dieses Thema angeht. Auf jeden Fall ist das sehr verdächtig, Ärger auszulösen, weil man da ganz leicht Ärger stimulieren kann in Deutschland, wenn man so eine gepflegte Ordnung irgendwie in Frage stellt oder verunstaltet oder so etwas. Ein Stimulus, der sehr viel Energie auslösen kann.
Und das gilt natürlich nicht nur für die äußeren Teppiche, das gilt natürlich genauso auch für die inneren Teppiche. Ja. Also, da kann man auch versehentlich auf irgendwas drauf treten und löst einen Anfall aus. Ja. Ja, also ich sag einfach mal, ich finde es ganz schön herausfordernd, mit Ärger so umzugehen, wie ich das lehre. Und so wie ich das lehre, bedeutet das, zu lernen, Ärger vollständig auszudrücken. Ja. Wenn man Ärger unvollständig ausdrückt, dann lässt man seine Ärgergedanken ab im Außen. Ja, irgendjemand tut etwas, stimuliert mein Ärger und ich gebe ihm die volle Kante. Ja. Mir ist auch wichtig, nochmal auf die Funktion von Ärger aufmerksam zu machen in unserer Gesellschaft, in unserem sozialen Kontext. Es gibt Ärger. Einige Leute dürfen Ärger ausdrücken, zum Beispiel Vorgesetzte, Mitarbeiter, die dürfen Ärger eher nicht ausdrücken. Also in der Hierarchie ist der Ärger ein Mittel, um Rangfolgen zu bestätigen und zu bekräftigen. Ja, da wird Ärger ausgedrückt, um zu sagen, hier, Mann, was haben Sie mir da für ein komisches Protokoll reingereicht, ja. Hatten wir doch besprochen, Punkt 5 sollte anders formuliert werden. Warum haben Sie es nicht so gemacht? Nächstes Mal kommen Sie mir nicht wieder mit so einem Scheiß an. Ja? Und als Mitarbeiter hat man dann die Wahl. Willst du Frieden? Dann sagst du, Entschuldigung, soll nicht wieder vorkommen. Ja, habe ich vergessen und so. Und wenn du dich traust, in den Ring mit einem anderen Wolf zu steigen, also mit so einem Ansagewolf, ja, dann versuchst du es mit einer Gegenansage. Ja, so wie sie die Dinge formuliert haben, das kann doch kein Schwein mitprotokollieren. Ja? Wenn sie mal einen Absatz machen würden im Sprechen und mal so zwei Sätze stehen lassen könnten, dass ich das mitkriegen kann, dann könnte ich Ihnen auch ein gutes Protokoll machen. Aber Sie sprechen ja in einem fort. Wie soll das ein normaler Mensch hinkriegen? Sag mal sowas. Die Abmahnung ist nicht weit entfernt. Ja. Aber du kannst vielleicht tatsächlich mal den Oberwolf zu einem Zugeständnis bewegen. Also Friedensschluss in der Wolfswelt oder in der Normalwelt oder in unserer hierarchischen Welt, also in der Welt, wo Dominanz zählt. Das läuft so ab, der eine ärgert sich und der andere, wenn er sich ärgert, denkt er, der andere ist verkehrt. Ja? Und der Angesprochene, der hat die Wahl. Denkt er, ich bin verkehrt, stimmt dazu und fühlt sich schuldig. Oder er widerspricht und lässt seinen Gegenangriff raus. Ja. Denkt, der tickt doch nicht ganz und bringt seinen Ärger an den Start. Und diese Sache ist auch in der Welt des Rechthabenwollens verbreitet. Ja. Man will Recht behalten in der Situation. Wenn man Recht hat, ja, dann ist es so halbwegs harmonisch. Es ist aber nicht wirklich harmonisch, weil die Buddha-Natur nämlich außen vor bleibt. Die Buddha-Natur bleibt außen vor. Die Bedürfnisse der beteiligten Menschen, das, was sie wirklich bewegt, das wird in dieser Ärgerkommunikation nicht erwähnt. Das kann man nur raten, nur ahnen. Und sagen wir mal, wenn wir das mit Buddha-Ohren hören, dann können wir natürlich auch entsprechende Vermutungen äußern. Und dann können wir auch dazu beitragen, dass wieder Verbindung entsteht. Naja, und das ist ja für mich jetzt das Thema. Wie kann ich dazu beitragen, dass wieder Verbindung entsteht, ja, in dieser Situation? Ne? Und nicht
jeden neuen Stimulus wieder nehmen, um da einen halben Tag in die Knie zu gehen und dann meinen Ärger für mich da zu bearbeiten. Ja. Ja, also diese Frage bin ich am Lösen und wahrscheinlich kann ich dann beim Anfänger-Session euch erzählen, wie die Sache ausgegangen ist und euch teilhaben lassen an dem Weg, den ich da gegangen bin, auf dem ich rumgetrampelt habe und der mich trotzdem weitergeführt hat hin zu hoffentlich einer Lösung, mit der wir leben können und ja, mit einer Verständigung auf einer höheren Ebene. Ja. Es sind ja alles keine Unmenschen, mit denen ich es zu tun habe. Ja. Es nützt mir auch nicht, denen eine Verblendungsdiagnose zu stecken. Ja. Das schafft auch keine Verbindung. Ja. Ich muss wirklich rauskriegen, was bewegt die denn nun wirklich? Und auch rausfinden, was habe ich dazu beigetragen oder was haben wir dazu beigetragen und wie können wir damit umgehen, eine Lösung zu finden, mit der alle Seiten zufrieden sind. Ja, wie gesagt, in dem normalen Weg, seinen Ärger unvollständig auszudrücken, da bringen wir unsere Ärgergedanken nach außen. Drücken die direkt aus. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle und so weiter. Ja? Und wir haben dabei die Vorstellung, dass das doch ehrlich ist. Ja? Also muss doch hier mal ehrlich sagen, was hier los ist. Wenn du einen Vogel hast, dann muss man das auch mal sagen können. Ja? So, das ist so eine Vorgehensweise, die immer wieder geübt wird und sich noch nie bewährt hat. Ja? Führt immer wieder in die Sackgasse, der andere braust auf und Wolf zurück. Ja? Außerdem wird der Schmerz nicht aufgedeckt, den man empfindet. Und das ist ja wichtig, den eigenen Schmerz erstmal zu spüren. Ja? Oh, das tut mir ja wirklich weh, wenn ich das hier in Empfang nehme. Und außerdem hat das ja zur Folge, dass eben durch das Ärgerrad der Gedanken man blockiert wird. Es kommt eine hormonelle Reaktion in Gange und man sitzt 4 Stunden lang auf den Nebennierenhormonen und sonst was, was da ausgelöst wird, solange man jedenfalls keinen Kontakt zu seinen Bedürfnissen, zu seiner Buddha-Natur hat. Wenn man den Kontakt herstellen kann, dann beruhigt sich das im Blut wieder. Ja? Aber wenn man das nicht kann, sondern da in diesem Ärgerhamsterrad bleibt, dann hat man davon stundenlang gut. Und das ist ganz klar, Ärger ist eine der in unserer Gesellschaft verbreitetsten, lebensverkürzenden Äußerungen. Ja? Wer sich viel ärgert, der lebt kürzer, ja. Das kann man in Jahren ausdrücken heutzutage. Die Medizin hat da Wege gefunden, das zu messen. Ne? Also hört auf, euch zu ärgern und ihr lebt 10 Jahre länger. Ist doch eine schöne Perspektive. Okay, und ja, und man ist getrennt, ja. Und die Handlungen, die man ergreift, die vertiefen das Leiden. Und womöglich will man sein Gegenüber verändern. Ja, das ist ja Gewalt. Also das Ergebnis, wenn man Ärger nicht vollständig ausdrückt, ist Verharren im Täter-Opfer-Denken, Forderungen nach Unterwerfung stellen, habe ich gestern gelesen, ja. Na? Und der Ärger wird nicht genutzt, um auf eine andere Ebene der Energie zu kommen. Ja? Man sagt sich nicht, Mensch, das ist jetzt mal eine Glocke der Achtsamkeit, die da klingelt. Ja? Gut, und wenn wir das schaffen, ihn vollständig auszudrücken, so lehre ich das immer, dann mache ich mir den Stimulus klar, meine Ursachen sind meine Ärgergedanken,
mein Schmerz. Ja, und wenn ich mir meine Bedürfnisse klar mache, die aus den Ärgersätzen sprechen, die ich mir selber sage, dann kann ich aus dem Kontakt mit diesen Bedürfnissen in die Rückermächtigung kommen. Dann komme ich raus aus dem Opferdenken, dann komme ich in die Rückermächtigung. Dann ist natürlich mein Bedürfnis oder meine Bedürfnisse noch lange nicht erfüllt, aber mein Gefühl verändert sich. Ich bin nicht mehr im Ärger, ich bin in Trauer, ja, zum Beispiel. Und ich bin auch tatsächlich in Trauer im Augenblick. Ich bin in Trauer, dass ich das erleben muss, dass eine Gemeinschaft, an deren Entstehung ich mitgewirkt habe und für die ich so viel Empathie und Engagement gelebt habe, dass da jetzt solche komischen Sachen vorfallen, ja, und von der Form her eine Auseinandersetzung gewählt wird, die mit Misstrauen arbeitet, statt Vertrauen wiederherzustellen und wohlwollendes Denken zu kultivieren und so. Jedenfalls, wenn es mir gelingt, den Ärger vollständig auszudrücken, dann führt das zu Handlungsfähigkeit und der Ärger wird umgewandelt in Tatkraft. Und Tatkraft ist ja eine wichtige Bodhisattva-Eigenschaft. Es führt mit zu den 6 Paramitas, ja. Virya, Tatkraft. Und Chaka, darum geht es mir, ja, dass wir aus unserem Ärger rauskommen und Chaka für unsere Bedürfnisse uns einsetzen können. Und da habt ihr mich gestern sehr unterstützt und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.